So, damit willkommen zurück bei Northgard. Ich glaube, jetzt genau soll... Genau, ein Erdbeben ist schon quasi passiert oder zumindest brennt. Das ist uncool. Ich hoffe, die Leute bauen das hier... machen das von alleine. Warte mal, unser Gebäude ist beschädigt. Wir müssen einen Dorfbewohner einsenden, um es zu reparieren. Das machen die nicht mehr alleine anscheinend. Das ist kein Dorfbewohner. Wo sind sie denn? Hallo. Da. Fantastisch. Ich muss ein bisschen mehr darauf achten, in welche Gebiete ich die ganzen Leute schicke, ne? dass sie da fleißig die ganzen Aufgaben bauen können. Die sind alle so ein bisschen pumpig, ne? Erwartete Zufriedenheit, unsere Bevölkerung wächst nicht, wir brauchen mehr Zufriedenheit. Ja, ich merk's. Ja, woran liegt denn das? Weil hier alles brennt, oder was? Warum ist das so... Warum sind die so schlecht drauf? Hallo, die brennen doch nur. Ist doch wohl kein Problem. Kann man doch wohl mal machen. Noch irgendein Haus? Halb am Sterben hier? Das ist doof, ja. Da ist noch eins. Ein Heiler, ein einzelner Heiler, ja. Ach komm. Ich hoffe mal, ich habe die jetzt einigermaßen verteilt hier, sodass die nicht mehr grantig sind. Ich hoffe mal, das hilft. Es steht hier nicht mal, warum die schlecht drauf sind. Aber ich hoffe, es liegt daran, dass deren, dass deren Reich gerade mal flambiert wird. So, der Speer holt das Zeug. Das ist schön. Die Ruinen. Hier hätte ich oben noch Ruinen, die ich noch anknuspern und abknuspern kann. Da muss ein Speer hin, genau. Das wollte ich eigentlich gerade. Der Typ darf da auch gerne mal jetzt hin, glaube ich. Da, bitteschön. Da kommen wir noch nicht hin, weil das noch nicht in unserem Gebiet ist. Das könnte man sich für 250 Mampf holen. Allerdings ist da auch noch ein Wolf. Und der andere Typ, ne? Was will denn der eigentlich? Das sind Kobolde. Okay, okay, okay. Ich... in meinem... okay, die waren doch in meinem Gebiet. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, das wäre mein Gebiet gewesen. Okay. So viel dazu. So. Dann standen die noch hier, weil die sich geheilt haben. Okay, okay, alles klar. Na hoppala, ne? Was alles passiert. Aber ich bin auch jetzt genau im gegnerischen, also hier, ne, bei den Kuppels. Wie bin ich einfach auch so rumgelatscht? Gefühlt ist das schon ewig her, dass ich jetzt gespielt habe. Ist natürlich nicht. Es sind nur ein paar Tage, aber trotzdem kommt mir das gerade mal stark so vor. Da können wir das Gebiet einfach mal entgegnen. Damit wir da entsprechend das theoretisch einnehmen können. Oder ich könnte auch einfach durchrennen, glaube ich. Zu den anderen. Oder dann gucken, was die so machen. Okay, Handel. Ja, können wir machen, klar. Barrikaden erhöht die Resistenz eurer Zivilisten um 20%. Ja, nee, machen wir Handel. Wir bekommen jetzt, glaube ich, 2 Münzen mehr als vorher. Das ist schon mal okay. Ich werde angegriffen, das ist nicht okay. Aber das ist nur sowas. Das ist nur sowas Einfaches. Das passt schon. Das passt. So. Das Gebäude, schönerweise, wenn ich das einnehme, wird es meins. Allerdings muss ich das Gebäude dann auch erstmal selber hier die Gegend kaufen. Für entsprechendes Geld. Es ist nicht so, dass ich das automatisch bekomme. Was praktisch wäre. Was sehr praktisch wäre. Aber gibt es nicht. Ich befürchte nur, dass es hier ein Steinbruch, hier gibt es keine Steine mehr. Von daher bringt mir das relativ wenig. Und der Heiler ist jetzt auch nicht so, sag ich mal, so interessant. Die wollen bessere Häuser, ich merk's. Dass die mal so am Meckern sind hier, dass die anspruchsvoll werden. Ich kann das aufwerten. Dann sind sie ein bisschen zufriedener. Das passt schon mal. Unsere Speer haben in den Ruinen uralte Schätze gefunden. Wir haben Folgendes erhalten. 100 Gold und... 50 Wissen. Ich nenne es mal Gold einfach. Einfach weil es geht. Beziehungsweise weil es Gold. So. Ist jetzt verbunden hier, ne? Das ist schön. Warum brennt das auch? Ich reiße es einfach ganz ab. Ja, ist okay. Auch das reiße ich ab. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas anderes Sinnvolles gewesen wäre. Wo ist mein Speer? Der rennt nach unten. Ich hätte das gerne bitte nach oben hier. Ein aufgewertetes Speerlager, warum? Warum muss ich das aufwerten dafür? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir das da? Erhöht die Speergeschwindigkeit. Warum muss ich das aufwerten? Ich meine, ich kann das machen, klar. Jetzt geht das. Weil das hier so extra dunkel ist, oder was? Ist es extra dunkel? Oder habe ich zu viele Bereiche schon entdeckt, oder wie ist das? Ich weiß es gerade mal nicht. Kann ich gerade nicht genau sagen.
Ich hätte nur gerne noch ein paar mehr an Schildknappe, weil ich habe noch genau keine. Machen wir das. Schildknappe. Dann ist der Schildknappe bei Kasse. Das ist schön. Schildknappe. Einfach um hier der Vollständigkeit alles vollständig zu haben. Kriegen wir das hin. So. Speerlager. Schön, dass sie trotzdem das hier vorne noch aus Stoff belassen. Das ganze Ding aufgewertet, ne? Schön irgendwie Schindeldach und Steinwände und alles. Zumindest ein bisschen. Und trotzdem noch so ein alles zerbrechliches etwas in der Gegend. Ich brauche insgesamt, brauche ich 500 Ruhm. Das ist meine eigentliche Aufgabe. Und zerstört den Außenposten der Raben. Ich meine zumindest, dass ich 500 brauche. Machen wir noch ein Fest. Dann haben wir fast 500. Auch wenn das Fest einigermaßen teuer war. 330, glaube ich. Nahrung. Da darf die bitte sich das angucken. Hier haben wir noch immer Eisen. Das wäre schön, wenn ich das abbauen könnte. Warte mal, Eisen. Wo ist denn hier die... Der Schorthornbruch. Da, Bergwerk. Plomp. Da noch jemand hinschicken. Sehr praktisch, wenn man wenn automatisch dann jemand da hingehen würde, aber wahrscheinlich ist es genau nicht, damit man entsprechend nicht quasi die falschen Leute da hinschickt. Beziehungsweise damit nicht automatisch Leute da hingeschickt werden, die man eigentlich da gar nicht haben möchte. Also ergibt schon Sinn, dass es nicht von alleine passiert. Wehe, die rennen jetzt durch das gegnerische Lager durch hier. Die rennen da nicht durch, oder? Renne ich da durch? Ganz knapp. Das war jetzt aber, glaube ich, aber nicht mit Absicht, dass es ganz knapp vorbei war, ne? Ich habe die da, glaube ich, so hingeschickt im Winkel, dass sie dass sie einfach nur ganz knapp dran vorbeiging. So. Habe ich noch irgendwas noch nicht hier mitgenommen? Das ist natürlich noch nett, ein Geysir, ne? Ein warmer, angenehmer Ort. Gewährt eine Zufriedenheit und verringert den Verbrauch von Holz im Winter um 10%, wenn ihr ihn kontrolliert. Natürlich wäre das nice. Da müsste ich die Walküren ein bisschen zermöbeln hier. Könnte ich mal eigentlich mal machen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine, Holz ist jetzt nicht so unfassbar das Problem. Ich meine, ich habe da gerade nicht so wahnsinnig viel von, ne? Aber an sich ist es jetzt nicht so, dass es unfassbar schlimm wäre. Wir brauchen auch einigermaßen viel, ne? Wobei ich habe ziemlich wenig Holzfällerei. Ich habe einen Holzfäller anscheinend. Ernsthaft? Nee, ich muss noch mehr irgendwo anders haben. Da, habe ich auch nur einen. Na super. Oh, na gut. Wo sind meine Leute? Da sind sie, fantastisch. So, liebe Valkyrien, es ist zwar Winter, wobei, es ist Winter. Ich hoffe, die kämpfen auch im Winter schlechter. Fürchte mal nicht. Okay, ich geh mal wieder weg. Die sind stark. Die sind echt stark. Wow, okay. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ich kann leider noch Werkzeug basteln, ne? Ich kann jetzt hier nochmal machen, dass ich im Winter keinen Stress habe, hoffe ich. Warte mal, was war das? Nein. Kann ich nicht machen, dass die... Eure Einheiten sind im Winter nicht mehr geschwächt. Genau, Pelzmäntel. Machen wir das. Olle! Neutilial. 500 Ruhm habe ich jetzt. Genau, das ist eine schöne Sache. Der wird geheilt fleißig. Ich hätte gerne noch einen Heiler. Und zwar ist das... Ist es ein Heiler? Nein, das ist einfach nur ein Haus. Da ist der Heiler. Der ist aber voll der Heiler. Oh. Na gut, die heilen auch ein bisschen. Ne? Das passt schon mal. Das ist okay. Zumindest mehr als die Gegner. Wenn nur einer unterwegs ist, dann ist es auch schon mal gut. Das sieht okay aus. Das sieht okay aus. Ich habe keine Verluste. Oder sollte keine haben. Ja, hier. Hat funktioniert. Ole. Plump. Erstmal Bereiche einnehmen. So. Die Map ist zumindest sehr viel größer als eigentlich quasi die Aufgabe ist. So, fantastisch.
Muss ich den jetzt noch extra einnehmen oder was ist das? Ne, den habe ich jetzt, also den habe ich eingenommen, aber ich muss ja nichts mehr dran machen anscheinend. Da blubbert so ein bisschen was raus, okay, okay. Unzufriedenheit ist trotzdem halt, ja, so ein bisschen hoch. Dass sie so viele Verletzte haben, also da kann ich schon was für, aber naja. Bisschen haben sie auch selber Schuld. Verfügbare Handelsrouten, Handelsroute aufbauen. Für Nahrung können wir machen. Ne, Holz. Aber Holz bringt Geld. Für den Kobolden. Na, will ich das? Das bringt ein bisschen Gold, aber gefühlt gehen dabei sehr viele Bäume verloren. Aber ich mache das erstmal eine Weile. Das heißt, ich tausche gerade 6 Holz. Gut, 6 geht gegen 4 Münzen ein. Ich dachte, das wären 9. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Ah, 6 geht. So, mein Gesierchen hier. Macht das noch irgendwas Sinnvolles? Nee, ne? Ich habe noch ein weiteres Schaf. Ich habe einige Schafe. Ich habe 8 Stück insgesamt. Können wir noch einen Schafstall bauen vielleicht? Wo ging das? Brauerei, nein. Schafstall. Ich werde angegriffen. Wo immer das ist. Da unten? Naja, na, was heißt angegriffen? Die rennen aber doch. Okay, die rennen hier wegen der Mauer hoch. Ich wollte sagen, die rennen doch nur das eigene Gebiet, aber anscheinend doch nicht. Kommt da ein Wolf einfach mal an? Was für eine Frechheit. Aber so richtig. Muss noch jemanden hochschicken zum Bauen? Ich muss den Laden hier mal dicht machen. Und die brauchen weitere Häuser. Our house. Ja, ist kein Platz. Funktioniert super. Okay, das hat funktioniert. Unzufriedenheit ist so hoch, weil aus irgendwelchen Gründen. Die wollen schon wieder bessere Häuser. Können nicht mehr zufrieden sein. Klar, mit den besseren kriegen die auch schon mal mehr Platz, ne? So. Ja, die erwartete Zufriedenheit ist echt hoch. Bin ich kein großer Fan. So, die Frage ist, wo greife ich jetzt mal an? Ich sollte eigentlich kein Problem haben, den Platz machen, aber ich gehe einfach mal hier hin. Ja, mit meinem Anführer ist es schon mal alles kein Problem. So, dann kriegen wir es hin. Einfach mal alles niedermähen, was hier so da ist. Hey. Ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Stimmt's? Keiner kann behaupten, ich hätte euch nicht gewarnt. Söldner, wenn ihr sie besiegt, werden eure Geldbeutel randvoll sein. Ich setze hier nicht mein Leben aufs Spiel. Gehabt euch wohl. Haut der jetzt ab, der Typ. Nein, bleib da, du Feigling. Flomp. Junge Gebieter, Hagen scheint aufs Ganze gehen zu wollen. Ich glaube nicht, dass wir sie lange aufhalten können. Tut mir leid, euch enttäuscht zu haben. Gebt die Hoffnung nicht auf, Halvard. Ihr werdet überleben, glaubt mir. Habe ich jetzt gewonnen? Nee, ne? Ich muss immer noch hier Randale machen. Haltet euch bis Verstärkung eintritt. Ach, ich werde jetzt hier oben angegriffen. Okay, okay, okay. Halt. Moment. Können nicht alle meine Leute jetzt zerlegen. Anscheinend doch, Mist. Oh, die sind viel zu langsam. Das ist ja doof. Jetzt kommen sie. Genau rechtzeitig, wir haben den Großteil des Gemetzels verpasst. Seid gegrüßt, Egil von Wolfclan. Ich bin irgendwas, ich weiß auch immer, ihr seid das genug überlebende Krähen. Lasst uns also stattdessen unsere Äxte schwingen wahrscheinlich. Das war jetzt ein bisschen... Interessant, okay. Die Roten und die Gelben sind unsere Kumpels, ne? Oh ja, es sind viele voran. Guck das mal an. Wow, okay. Was für ein Rumgeballere hier. Was für ein Gemetzel. Meine ganzen Gebäude sind nicht mehr besetzt, weil ich einige Leute verloren habe. Huch. Hoppala. Und die nehmen das jetzt... Oh, die nehmen das jetzt alles wieder ein. Ich gehe da mal hinterher, ne? Damit ich so tue, als würde ich mich darum kümmern. So, mir fehlen so viele Leute. Mir fehlen sowas von viele Leute. Aber das passt. Ich
glaube nicht, dass ich das von hier aus wieder aufbauen muss. Aber interessant, dass hier noch ein ganzer Bereich ist. Und hier unten auch noch ganz viele Bereiche sind, die man einnehmen könnte. Nicht uninteressant. Wie schnell das abbauen da und einnehmen. Da sind das nochmal Gegner? Oder sind das Kumpels? Die ist einfach nur ein Hafen, okay. Okay. Kein Problem. Ja, das sollte das sein, das passt. Das ist von der Mission so vorgesehen. Sind aber auch viele Leute. Wow. Okay. Das sind echt eine ganze Menge. Meine Güte. Das gefällt mir. Einfach mal dick aufs Fressbrett hier. Den Göttern sei Dank für eure euer Eingreifen. Ich bin mehr als dankbar, dass ihr euer Leben riskiert habt, um uns zu retten. Halt, was? Heißt das, wir sind hier, um Leute zu retten? Lass mich raten, nach Söldnermorden habt ihr bisher nicht weiter zugehört. Versteht mich bitte nicht falsch, aber war so viel Brutalität wirklich nötig? Ich werde den Haken für euch umarmen, bevor ich ihn töte. Irgendwas stand da noch. Ein einzelner Mann und so viel Überheblichkeit und Rücksichtslosigkeit. Ich wünsche euch, dass ihr alt genug werdet, um die Früchte eurer Siege zu ernten. Dissen die sich jetzt gegenseitig? Sich! Fantastisch. Und ein weiterer Weg eröffnet sich uns. Fantastisch. Eine Errungenschaft, Kapitel 3, also hier Mission 3. Anscheinend gibt es immer eine Errungenschaft, wenn man eins abgeschlossen hat. Kapitel 4, Handelskrieg. Diese Mündung ist ein wichtiges Handelsohr, Öhr, für den Handel. Ein Ohr kann es vielleicht auch sein. Wir müssen ein Handelsnetzwerk aufbauen, über das wir zukünftige Expeditionen mit Vorräten versorgen können. Kann ich jetzt aussuchen, mit wem ich spiele? Mit Talwart oder mit Brand? Also Hirschclan oder Ziegenclan? Was hätte ich denn gerne? Ich mache mal wieder den Ziegenclan, den ich gerade eben benutzt habe, dass ich wieder mit Schafen rumhantieren kann. Bannerträger wechseln? Naja, okay, passt schon. Hagen had eluded us, so Egil left to track him down himself. He was to send for me upon finding him. In the meantime, Bran and Halvar insisted we establish a far-reaching supply network for all our future expeditions throughout Northgard. This would be a war of another kind entirely, one to be fought with gold rather than steel. I just had to focus on the task at hand, waiting to hear from Egil. Fantastisch. Das ist aber dunkel. Da wären wir. Das ist eindeutig der beste Ort für ein Nadelöhr, um den Warenfluss zu kontrollieren. Krempeln wir die Ärmel hoch. Ehrlich gesagt würde ich lieber kein Blut vergießen. Das schadet dem Geschäft. Seid gegrüßt, meine Herren. Wie ich sehe, sind wir alle zum selben Schluss gekommen. Diese Region ist die Handelszentrale für die Sieger sein. Seid gegrüßt, ihr müsst Liv von Rabetlan sein. Der Lieutenant des Drecks. Was? Dreckskerls Hagen? Ich wäre lieber euer Verbündeter als euer Feind. Die Nomen scheinen da aber andere Meinung zu sein. Nomen? Nornen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen unscharf. Dadurch, dass ich die UI ein bisschen hochskaliere. Brand, der Dreckskerl Hagen, ich werde. Ja. Erwartet keine Gnade von mir, Rabe. Bald müssen alle für Northgard bestimmen. Waren an uns vorbeikommen. Bestimmten Waren an uns vorbeikommen. Hier ist nur genug Platz für eine Handelsmagnatin. Und ich kann nicht zulassen, dass ihr mir einen Strich durch die Rechnung macht. Trotzdem wünsche ich euch viel Glück. Ich gucke schon so, ne? Zu sehen, dass manche Kämpfe auch ohne kindisches Blut Brusttrommeln ausgefochten werden können, tut gut. Wir wünschen euch ebenfalls viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Wir fangen besser an. Der Schlüssel zum Sieg ist der Bau eines Langschiffsdocks
und eines Leuchtturms, um dann Hauptverkehrsrouten zu erschließen. Okay, schön, dass wir jetzt eine Mission ohne Kämpfe haben anscheinend. Okay. Aber echt ganz schön dunkel hier, ne? Handelssieg. Das Ziel dabei besteht nicht darin, euren Gegnern mit roher Gewalt zu zermalmen. Nehmt Kontakt mit anderen Clans auf, bildet Seefahrer und Händler aus, um Handelsrouten mit dem der jeweiligen Bevölkerung einzurichten. Ein Langschiff-Dock zu errichten und dort dann einen Leuchtturm aufzustellen, ist unerlässlich, um euren Einfluss zu erhöhen und Hauptverkehrsrouten einzurichten. Machen wir das. Wir können auch erstmal ein Festmahl machen. Ist auch kein Problem. Ich hätte erstmal gerne ein paar Leute mehr. Mehr Leute und ein Speerlager und eine Holzfällerhütte. Alles wie immer. Quasi der Standard. Erstmal alles das, was ich überhaupt machen kann. Was auch Sinn ergibt. Haus, ne? Um mehr Leute zu kriegen. Holz brauche ich logischerweise, um Gebäude zu bauen. Speer, um die Gegend abzuklappern. Es ergibt eine ganze Menge Sinn. Da darf auch ein Speerchen rein. So. So, Halvard freut sich seines Lebens, dass er nur ein Schwert tragen muss und sonst nichts tun muss. Weil er arbeitet sonst ja auch die ganze Zeit nicht. So. Ein Zufriedenheit. Dauert es Ewigkeiten, bis ein neuer kommt. Ich könnte ein Festmahl machen, ne? Könnte ich tatsächlich machen. Aber ich könnte auch einfach, ich könnte einen Handelspost bauen, theoretisch. Oder ich baue jetzt schon ein Langschiff-Dock. Das kann natürlich auch funktionieren. Oder ich mache erstmal einen Schafstall. Ich habe ein Schaf. Da. Dann kann ich das schon reinstopfen. Und hier ist auch noch ein schöner Platz für Nahrung und noch ein Schaf. Sehr gut. Gefällt mir. Ist schon mal gut. Kann man machen. Zack, für 20. Am Anfang ist es so billig. Ich finde es eine nette Idee, dass es immer teurer wird. Und zwar wirklich irgendwann wirklich teuer. Je mehr Gebiet man da haben möchte. Das sind sogar zwei Schafe. Wow. Abgefahren. Hier kann ich jetzt auch Felder bauen. Okay. Hin da. Und alle meine Schafe fliegen zum Mond. So, fantastisch. Oder schwimmen auf dem See. Das war der eigentliche Plan. Alle meine Schafe schwimmen auf dem See. Ich weiß nicht, was die da wollen, aber zumindest machen sie das.